Jo, hi, zurück zu The Order. Wir sind halt auferstanden. Also es ging uns natürlich sehr schlecht. Wir haben eine neue Kluft hier und jetzt gehen wir mit Madame durch die Katakomben. Aber ich weiß nicht, ob das so ungefährlich sein wird. Wir dürfen halt nicht entdeckt werden, ne? Weil ganz London sucht nach uns. Mal gucken, wie weit wir kommen. Oh oh. Ja. Okay, wir müssen. Oh, da hinten sind sie. Eindringlinge! Okay, ich verstehe! Was war für eine blöde Knarre? Meine Güte! Oh, er hat zuerst getroffen. So, hier dahinter. Ja, die haben sich getrennt. Das Ziel ist verdeckt! Stimmt doch gar nicht. Oh, du musst ziehen, Junge. Gut, verarschen lässt er sich nicht. Kompaniemann getroffen! Oh, der lebt noch. Schieß ja lieber in die Beine. Mehr Wachen. Sie kommen durch den linken Tunnel. Durch den linken Tunnel? Gut, dann geh doch mal runter. Doch, die kommen durch den linken Tunnel. Kein Bock. Ja. Okay, Ammo kann ich gebrauchen. So, gucken wir mal, dass wir hier durchkommen. Ja. Okay. Aber es sind noch mehr unterwegs. Einverstanden. Seien Sie bereit. Ist doch eine andere, ne? Das sieht man manchmal nicht. Das Symbol ist fast gleich. Ja. Oh, das sind aber viele. Ey. Kannst du dich auch irgendwo in Deckung begeben? Klar kannst du das. So. Zack. Das ist die blöde Knarre. So, Freunde, was wollt ihr? So, ich geh nochmal zurück. Hier hinten scheint ja noch übelst rumgeballert zu werden. Ja. Ah, oh, ist die blöd. Die zieht dermaßen. Ja, okay. Ich brauche was anderes, Mann. Okay, Ammo ist schon mal nicht schlecht, aber na gut. Gehen Sie voran, ja, ist immer gut. Ich nicht muss. ich habe mich verlaufen. Ich muss ja irgendwo falsch abgebogen sein. So, dann gucke ich nochmal nach Ammo. Wenn Mutti schon weg ist. Nach Whitechapel geht's hier lang. Glück gehabt. Lady Egrain, es scheinen mehrere Personen hier gewesen zu sein. Sir Galahad hatte wohl Hilfe. Meldet dem Rat, dass wir seine Spur gefunden haben. Jeder verfügbare Ritter soll nach Whitechapel kommen. Ja, my lady. Oh, die ist richtig sauer.
ist mein Zeuge. Ich werde die Rebellion beenden. Alle Mann, weg hier! Los! Wir müssen verschwinden. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Regierungstruppen Whitechapel stürmen und jeden Mann und jede Frau gefangen nehmen. Nehmt mit, was ihr könnt und geht. Ich muss im Palast noch etwas erledigen. Haben Sie den Verstand verloren? Der Palast ist der letzte Ort, wo man Sie sehen sollte. Ich muss Nicola da rausholen. Das bin ich ihm schuldig. Alistair kennt Sie. Er rechnet damit, dass Sie kommen. Ich weiß. Dann gehen wir gemeinsam. Nein. Diesen Kampf muss ich durchstehen. Allein. Wenn ich morgen noch lebe, werde ich euch finden. So sei es, Ritter. Wissen Sie denn nicht? Ich bin kein Ritter mehr. Tja, dann hättest du vielleicht mal deinen Namen sagen sollen. Ein Ritter sind Sie nicht, Monsieur. Doch sind Sie ein Verräter oder ein Patriot? Wie hätten Sie es denn gern, Marquis? Ich glaube, Sie haben Gründe für das, was Sie tun. Zwei Revolutionen lehrten mich, dass auf beiden Seiten Gefahren lauern. Das vergesse ich nicht, Marquis. Das sollten Sie nicht, Monsieur. Wenn Sie die Sache der Freiheit gefährden, müssen Sie Lafayette zu Ihren Erzfeinden zählen. Adieu, Monsieur. Bis wir uns wiedersehen. Das werden wir, mein Freund. Wollen Sie schon gehen? Davy. Also wissen Sie noch, wer ich bin? Ich muss Ihnen wohl einiges erklären und ich hätte Ihnen vertrauen sollen. Keine Zeit für Höflichkeiten. Sie können es wohl kaum erwarten, draufzugehen. Ich muss das in Ordnung bringen, egal um welchen Preis. Dann nehmen Sie das. Vielen Dank. Oh, und kommen Sie in einem Stück wieder. Meine Königin hat Gefallen an Ihnen gefunden. Okay, dann gehen wir mal. Ich habe nur keine... Achso, zum Tesla-Labor, okay. Ich hoffe nur nicht, dass hier jetzt die Hälfte komplett wieder... Moment. Okay, es ist voll. Ich lese erstmal ein bisschen Zeitung, weil wir haben ja Zeit, also... Okay, also hier nicht. Wir gehen hier runter. Das Tesla-Labor ist ein ganz schönes Stück zu laufen, ne? Das müssen wir einmal wieder oben... Also einmal... Oh. Das geht, okay. Wir müssen einmal komplett durch, ne? Und dann müssen wir hinten wieder rauf. So wie wir hergekommen sind quasi. Nicola, bitte komm. Ich bin in den Katakomben. Oh, so schnell geht das? Nee, ich wollte gerade sagen. Sir Galahad, sind Sie verrückt? Sie dürfen nicht herkommen. Dort bleiben. Ich bin gleich bei Ihnen. Hi, besser wir überprüfen das. Das ist alles frei. Okay. Okay, die sind nicht freundlich. Mann! Okay, wollte gerade sagen, ey. Der kann was ab. Will ich nicht. Will ich auch nicht.
Ich auch nicht. Okay, dann gehen wir weiter runter. Können wir mal den Flaschen hier aufhören zu klötern? Aufhören, hatte ich gesagt. Ja, das glaube ich auch. Okay, bereit machen. Oh, ich mache mich mal bereit. Alter, wie viel sind das? Ja, lad mal nach, weil ich muss hinter die Mauer. In der Pappe bringt das nichts. Oh, noch einer. Der ist ja böse. Ja. Ach, Junge. Ah, jetzt steht auch noch einer. Das glaube ich auch, dass die Schüsse aus diesem Tunnel kommen. Jo. Ach komm. Bastarde. Ah, geil. Wie wär's mal mit Deckung? Oh nein. Gut. Okay, das alte Brett hier, das bringt nichts. So ein bisschen weiter vor. Was das denn bitte? Nö. Was? Okay, ich brauche aber... Ne, Schrote will ich echt nicht. Schrote nervt. Ich brauche aber bitte ein bisschen Munition. Kommt Leute, das war so ein schönes Gewehr. Das will ich jetzt auch nicht abgeben. Muss ich aber scheinbar, ne? Gut, dann nehme ich das da hinten. Wo ist es? Das hier. Okay. Ein bisschen Ammo habt ihr nicht mehr hier für mich? Freunde? Okay, wo wollen wir lang? Hier lang? Okay, das ist gut. Dann gucke ich aber auch nochmal auf der anderen Seite. Ach so, hätte ich eigentlich hier durchgekonnt? Nee, ne? Okay, ich muss sogar durch die andere Seite. Der Galahad, eine nervliche Komplikation. Der Lukan ist unterwegs. Nikola, Sie müssen jetzt da verschwinden. Fürchten Sie sich nicht, mein Freund. Ich halte die Kommunikation offen. Alles wird gut. Nikola, seien Sie kein Narr! Nikola! Verflucht! Okay, sonst noch was Schönes hier? Eine Art Waffenkammer, aber nur mit einem hässlichen Gewehr. Und ansonsten nix. Jetzt mal gucken. So, Nikola, wo ist er denn? Ah, ich glaube, es hackt, Junge. Alter, wer ist er denn?
ganz schlauer. Ach, so ein Schrotenmann hier, Flintenspezialist. Okay, hier rumgehe. Weiß nicht, ob das was bringt. Oh, jede Menge Moon. Alter, was ist denn hier los? Okay, nehmen wir. Nehmen wir. Nehmen wir auch. Nehmen wir nicht. Ja, nehmen wir. Oh, was ist das für eine Knarre? Auch nicht schlecht, ne? Ich meine, wir können hier echt aussehen. Oh, da sagen wir, wenn wir hier zuvor schon ausrüsten dürfen, dann würde ich mal sagen, gibt es danach richtig was an, ne? Okay, dann gehen wir nochmal eben rum, weil drüben ging es ja auch irgendwie lang, ne? So, die armen Schweine sind hier. Ja, platt. Oh, sehr schön. Was gibt's denn hier Feines? Nix? Lass mich doch mal in die Kiste gucken. Freunde. Okay, die Kiste haben wir wohl schon, weil wir drüben alles komplett aufgerüstet haben. So, wir haben diese Brutzelkiste, ne? Wie viel, lass uns mal sehen, was haben wir denn da? 6 von 12. Ob das wirklich so cool ist oder wollen wir irgendwas anderes nehmen? Ja komm, was haben wir? Primäre Waffe? Einen alten Revolver, 6 von 4, 8 von 40. Eben kurz gucken. Wie ist denn der hier? 6 von 6, nö. Oh, 10 von 20, gut. Alles klar, wir gehen rein. Achso, aber nicht mit dem scheiß Revolver, Leute. Oh, das war dumm. Brutzel. Alter. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Okay, ich brauche was anderes. Da sind die am Ballern hier, ey. Wo kriege ich Munition her? Glaube ich nicht. Ein Schuss nur noch. Verfluchter Mist! Das waren viele Freunde der Sonne. Okay.
Okay, ich muss leider mal ein bisschen hier Moon einsammeln, weil sonst geht ja... Oh, gutes Ding hier. Schön. Okay, ich muss leider echt ein bisschen rumlaufen jetzt hier. Weil das ist ein bisschen too much. Das brauche ich nicht. Ah, hier. Wo ist es? Ja, noch ein bisschen Ladung. Ja, danke. Brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Alles gut. Okay, wo geht's denn raus? Ich habe hier völlig die Orientierung verpasst. Also hier irgendwie raus, hinten. Hinten rum durch. Ja, da nicht. Tap, tap, tap. Hallo? Nein, da nicht. Wo sind die alle hergekommen? Ich meine doch hier irgendwo raus, oder? Hätte ich jetzt gedacht. Nö, auch nicht. Da geht's auch nicht rein. Krabbelgang. Ach so, hier die Treppe hoch, oder was? Ah, ja, okay. Mal eben gucken, was hier hinten noch war. Nix. Okay, gut. Wir gehen mal schön die Treppe hoch. Tap, tap, tap. Tut mir leid, Leute. Keine Zeit, die alle freizulassen. Okay, wir müssen weiter. Keine Zeit verlieren. Schon gut. Okay, das geht auch. Kommt jetzt gleich wieder der Flintenmann oder was? Jetzt. Okay. Runter, runter. Alter Nerven. Und er noch, oder? Noch zwei. Okay, weiter durchhecheln. Ah, da kann man das wegsprengen. Alter Schwede. Tut mir ja nochmal leid, aber ich meine, was... Was soll das? Wir wollen hier nur ganz fröhlich durchlaufen und uns rächen. Da braucht man sich nicht in den Weg stellen. Okay, rechts oder links. Erstmal hier gucken. Nikola. Genau der Mann, den ich brauche. Oh, kann ich Ihnen helfen, Sir Lucas? Kommen Sie mit. Wir haben viel zu besprechen. Ah, Scheiße, der ist schon da. Verflucht, Alistair. Ja. Jetzt müssen wir mal gucken. Geht's hier rauf, ne? Müssen da hinten lang, ne? Ah, es ist hier echt voll die Superkatakomben. Alter, wo ist denn der Nikola? Hier. Okay. Hinter der Tür ist er, oder? Ah, wir müssen ein bisschen überbrücken. Klappte ja diesmal ganz gut.
Oh, Nicola, was ist los? Was passiert? Lady Lakshmi hatte recht. Er wusste es. Ich hol sie heraus. Na los. Er ist noch da drin. Es ist zu spät. Wir können nichts mehr tun. Da ist noch was, was ich tun muss. So, Tür zu. Aus dem Schatten, verdammt! Du und ich, wir sind nicht so verschieden. Ich tue, was ich muss, um mein Blut zu schützen. Wir kämpfen nur, um unser Recht zu leben. Das ist eine Lüge! Vielleicht wirst du verstehen, eines Tages. Oh, das war ja blöd. Grayson, so sollte es nicht enden. So, Freundchen. Dann mach es ich. Genau. Zeig mal. Alter, sehr. Oh, der ist größer. Wesentlich größer. Und hässlicher. Also. Jetzt wird's. Jetzt wird's richtig. Zack. So. Oh shit, ah, oh shit. Oh oh, oh oh. Ah, der ist echt stark. Aua, 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 aua. Ah, shit. Mann, der muss ja bald genug haben. Shit. So, zack. Hilft auch nicht. Na, der hat bald genug. Oh,
glauben würde. Wieso, Alistair? Du hast all die Jahre mit uns gekämpft. Ich habe Dinge gesehen, an die ich mich erinnern muss. Zivilisation erschaffen und zerstört. Durch die unstillbare Gier der Menschheit. Stolze Menschen, die sich gegenseitig abschlachten im Namen ihrer Götter. Wir büßen früh genug für unsere Sünden. Aber wie rechtfertigst du die Reue, die dein Blut begangen hat? Mein Blut? Mein Blut ist nicht schlimmer als deines. Und deine Schwester? Dein Vater? War alles eine Lüge? Easy, mein Vater. Ich habe sie wie mein Blut geliebt. Aber sie dürfen den Fluch, mit dem ich lebe, nie erfahren. Mein Sohn. Vater, vergib mir. Na, ich bin es, der deine Vergebung braucht. Dieses Leben wollte ich dir ersparen. Sie wussten es? Ich wusste es immer. Ich rettete ihn vor dem Massaker seiner Familie. Dein Vater starb durch mein Schwert. Aber ein Kind? Du verdientest solch ein Schicksal nicht. Wie hätte ich ein unschuldiges Leben nehmen können? Gestehen Sie dies vor dem Rat, Lord Kanzler. Nur so können Sie das Chaos, das ausgelöst wurde, wieder gut machen. Ich kann nicht! Solch eine Enthüllung würde unseren Orden bis in die Grundfesten erschüttern. Also soll ich geopfert werden? Wie viele müssen noch sterben, damit ewige Ruhe herrscht? Er ist mein Sohn. Ich kann sein Leben nicht beenden. Isabeau und der Rat dürfen die Wahrheit niemals erfahren, sonst sterben alle, die ihnen teuer sind. Bitten Sie mich nicht darum. Fortan sollen Sie mit keinem Ritter verbunden sein. Der Orden muss vereint bleiben. Sie sind keiner seiner Herolde mehr. Bringen Sie es zu Ende und verschwinden Sie! Solch ein Leben war nie für Menschen bestimmt. Es kommt der Tag, an dem uns unsere Last genommen wird, Bruder. Vielleicht ist das dann der wahre Frieden. Was ist, wenn man das nicht machen will? Schwere Entscheidung zum Schluss. Ich hätte es halt eigentlich nicht gemacht. Nun gut. Ja, Story recht kurz eigentlich, aber grafisch ist ganz schön. Spielerisch kann man das durchaus noch verbessern, aber wie gesagt, ist halt schon ein bisschen älter, das Spiel. Schauen wir mal. Vielleicht gibt es ja noch eine Nachfolge. Also, alles Gute, bis die Tage. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Sir Galahad. Ganz London sucht nach Ihnen. Wir müssen uns beeilen. Sir Galahad, hören Sie mich? Sir Galahad. Ganz ruhig, Nicola. Alles ist gut. Das sagen Sie, mein Freund. Der Rat hat Kriegsrecht in der Stadt verhängt. Schwer zu sagen, wann die Regierungstruppen eine Offensive starten werden. Jetzt ist keine Zeit für Heldentaten. Ich schlage vor, dass wir Lady Lakshmi folgen und die Stadt verlassen. Ich bin bald bei Ihnen. Und wissen Sie nicht, Galahad bin ich nicht mehr.